Hallo, ihr Lieben, hier bin ich wieder mit Teil 2 zum Thema Lebensmittellügen. Teil 1 findet ihr in der Beschreibung. Bevor ich da jetzt wieder einsteige, eine interessante Information über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Kinderlosigkeit. Eine Untersuchung an der Loma Linda University Medical School hat ergeben, dass eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Wer hätte es gedacht? Männer, die sich fleischlos ernähren, weisen eine signifikant verringerte Spermienzahl auf. Die vermeintlich so gesunde pflanzliche Ernährung, die uns angeblich vor so vielen Krankheiten schützt und unser Leben verlängert, beeinträchtigt die Fruchtbarkeit, ist die Aussage. Forscher der Loma Linda University Medical School in Südkalifornien haben in einem 4-jährigen Projekt untersucht, wie Ernährung sich auf die Qualität der Spermien auswirkt. Loma Linda ist bekannt für seine Adventisten, die Fleisch für unrein halten und sich streng vegetarisch ernähren und diese Ernährungsform natürlich auch propagieren. Die Adventisten des siebenten Tages haben eine höhere Lebenserwartung als der Durchschnittsamerikaner, aber das sollte niemanden wundern. Und man wollte wissen, wie diese Ernährung sich auf die Fortpflanzungsfähigkeit auswirkt. Das Ergebnis: Vegetarier und Veganer weisen verglichen mit Fleischessern deutlich reduzierte Spermienzahlen auf. Im Durchschnitt 20 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat weniger. Zusätzlich hatten die Spermien eine reduzierte Motilität, Beweglichkeit, und nur ein Drittel der Spermien war überhaupt aktiv. Bei den Fleischessern sind es immerhin fast 60%. Vermutet wird ein Vitaminmangel. Und auch der Verzehr von Soja steht aufgrund der Phytoöstrogene am Pranger, die ähnliche Eigenschaften haben wie das körpereigene Östrogen. Fazit: Die Spermienqualität wird erheblich von der Ernährung beeinflusst. Bei Kindern, die mit einer pflanzlichen Ernährung aufwachsen, kann die Spermienqualität von der Pubertät an beeinträchtigt sein. Wer schwanger werden will, sollte mindestens 74 Tage auf Soja verzichten. Das ist die Zeit, die benötigt wird, um neue Samenzellen zu bilden. Ein Vitamin B12-Mangel und die erhöhte Pestizidbelastung bei der pflanzlichen Ernährung werden als Ursachen ebenfalls in Erwägung gezogen. Diejenigen mit dem höchsten Verbrauch an Obst und Gemüse hatten eine um 70% reduzierte Qualität und eine um 68% geringere Beweglichkeit der Spermien. In der Beschreibung findet ihr auch ein kleines Video, allerdings wieder in englischer Sprache, in dem der Zusammenhang zwischen Ernährung, Kinderlosigkeit, Diabetes am Beispiel von Sarah sehr anschaulich dargestellt wird. Mit Vorher- und Nachher-Fotos. Wer sich das anschauen mag, bitte Beschreibung. So, und jetzt geht es weiter um den Film Food Lies, Lebensmittellügen. Wer den Film sucht, wird ihn wahrscheinlich nicht finden. Das sind alles Vorherinformationen. Der Film ist, soweit ich weiß, noch nicht fertig und noch nicht veröffentlicht. Food Lies ist ein Dokumentarfilm, in dem weltweit führende Wissenschaftler und Ernährungsexperten zu Wort kommen. Die Fragen sind unter anderem: Was sollten wir essen? Was hat sich seit den Ernährungsempfehlungen der letzten 60 Jahre verschlechtert? Wie kann man zur Lösung beitragen? Die Kontaktdaten von Brian Sanders, das ist der junge Mann, der den Film produziert, findet ihr in der Beschreibung. Seine Gäste, wie beim letzten Teil, beim ersten Teil des Videos, Dr. Sean Baker, Dr. Paul Saladino, Mark Sisson. Nähere Informationen siehe Beschreibung. Den Link zum ersten Teil, wie gesagt, auch in der Beschreibung. Heute Teil 2. Es geht um die Frage: Was ist gesünder, tierisches oder pflanzliches? Und deswegen hat das mit der Fruchtbarkeit, was ich eben erzählt habe, sehr gut dazu gepasst und ich habe beschlossen, es damit dazu zu nehmen. Homo sapiens isst seit 2 Millionen Jahren Fleisch. Im Gegensatz zum Fleisch, das sich in dieser Zeit so gut wie nicht verändert hat, ist das Obst und Gemüse, das wir heute essen, völlig anders als zur Zeit unserer frühen Vorfahren. Vor ein paar tausend Jahren gab es viele unserer heutigen Nutzpflanzen noch gar nicht.
oder sie sahen zumindest komplett anders aus und waren in großen Teilen völlig ungenießbar. Bei den wenigen, die man essen konnte, war der verzehrbare Anteil viel geringer als heute. Unsere heutigen Nutztiere sind den Nutztieren unserer Vorfahren viel ähnlicher als unsere modernen Pflanzen, die ihren Vorfahren mit ihren Vorfahren nichts mehr gemeinsam haben. Der moderne Mensch von heute ist überzeugt, dass Dinge wie Brokkoli seit Millionen Jahren fester Bestandteil unserer Ernährung sind. Aber Brokkoli ist nicht älter als die eiserne Lunge, der Tonfilm, der Hubschrauber, das Schneemobil oder der Mixer. In den USA wurde Brokkoli 1920 eingeführt. Also sich da auf unsere Vorfahren zu berufen, ist grotesk. Höhlenzeichnungen wie die von Lescaut stellen oft Jagdszenen dar und nicht etwa Beerenpflücker oder so etwas. Wir bilden uns ein, dass es die Pflanzen, die wir im Supermarkt sehen, zumindest in ähnlicher Form schon immer gegeben haben muss. Aber sie sind Hybride, Kreuzungen und genetisch manipuliert, damit sie größer sind, süßer schmecken, keine Kerne enthalten und ähnliches mehr. Eine angenehme Konsistenz sollen sie natürlich haben. Und daran wird herumgebastelt, ne? In meiner Kindheit waren die meisten Obst- und Gemüsesorten viel kleiner und wiesen oft hässliche Stellen auf, Verfärbungen, Wurmbefall und ähnliches. Aber sie hatten einen deutlich besseren Geschmack. Tomaten schmeckten nach Tomaten und nicht wie heute nach Wasser. Heute sehen Obst und Gemüse aus wie aus dem Bilderbuch. Aber sie haben keinen richtigen Geschmack mehr und auch die Nährstoffdichte hat deutlich nachgelassen. Größer bedeutet nur mehr Wasser, sonst nichts. Die meisten dieser Dinge hat es vor 50.000 Jahren nicht gegeben. Oder sie sahen völlig anders aus, waren oft sauer oder bitter und lieferten eine mehr als dürftige Ausbeute. Andere waren so giftig, dass es lebensgefährlich gewesen wäre, sie zu essen. Zum Beispiel Kartoffeln und Mandeln. Ja, ja. Und dann ist da natürlich noch die Frage, wie die Menschen wohl die mancherorts extremen Winter und vor allem die Eiszeit überstanden haben, wenn sie Pflanzenesser waren, was viele Veganer behaupten. Da werde ich ein kurzes Video verlinken, auch in der Beschreibung Pflanzen früher und heute. Dann könnt ihr euch angucken, wie das mal ausgesehen hat und was der Mensch daraus gemacht hat. Unsere Jäger- und Sammlervorfahren hatten keine Schreibtischjobs und deshalb auch kein Interesse an grünem Blattgemüse und anderem kalorienarmen Gewächs. Wer überleben wollte, war darauf angewiesen, mit möglichst wenig Aufwand an so viele Kalorien wie möglich zu kommen. Diese Menschen hatten nicht die Art von pflanzlicher Nahrung, die wir heute kennen. Unsere Wanderung begann in Ostafrika, ging Richtung Westen und später über den gesamten Globus. Die einzige Nahrungsquelle, die den Menschen auf allen Breitengraden, in allen Klimazonen und das ganze Jahr zur Verfügung stand, waren wildlebende Tiere. Diese Menschen hatten weder die Zeit noch die Energie noch die Ressourcen, die sie gebraucht hätten, wollten sie sich wie moderne Veganer ernähren. Solange es Tiere gibt, gibt es Nahrung, die alle Nährstoffe enthält, die wir brauchen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das Kühe, Schafe, Insekten, Vögel, Fische, Rotwild, Wale und viele, viele andere Tierarten gejagt und gegessen hat und damit sehr gut überleben konnte. Der Mensch ist der ultimative Prädator. Es gibt kein anderes Lebewesen, das dazu in der Lage ist und die Jagd hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Mit grünem Blattgemüse und ähnlichen Dingen wäre die Entwicklung des Menschen nicht möglich gewesen. Und ich vermute, dass es uns unter diesen Voraussetzungen schon lange nicht mehr gäbe. Das war Teil 2. Jetzt kommt auch schon Teil 3. Fleischverzehr und Langlebigkeit. Wieder die gleichen Gäste, Dr. Sean Baker, Dr. Paul Saladino und Mark Sisson. Link siehe Beschreibung. Viele denken, dass Fleisch vielleicht nicht schadet, aber dass es besser wäre, es trotzdem nicht zu essen,
oder weniger davon zu essen. Die Gründe sind Dinge wie zum Beispiel mTOR, das ist ein wichtiges Enzym für die Zellgesundheit, und IGF-1, Insulin-like Growth Factor, zu Deutsch insulinähnliche Wachstumsfaktoren, aber das ist kein Thema. mTOR wurde im Laufe der Evolution beibehalten und spielt eine vitale Rolle bei der Proteinsynthese. Es kontrolliert außerdem die anabole und katabole Signalisierung der Muskelmasse und moduliert Hypertrophie der Muskeln und Muskelschwund. Tierische Nahrung verursacht keine Probleme mit mTOR oder anderen Signalisierungspfaden. Im Hinblick auf die Langlebigkeit ist nicht die einzelne Mahlzeit von Bedeutung, sondern die Eiweißaufnahme über einen Zeitraum von mehreren Tagen. Der Muskelstatus ist ein ausschlaggebender Faktor im Hinblick auf die Langlebigkeit. Habe ich nicht genug Muskelmasse, verliere ich Organreserve, wie man das nennt. Das ist die Fähigkeit der Organe, sich zu erholen und nach einer metabolischen Herausforderung, Stress, Anstrengung, ihren ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Wenn wir im Alter Muskeln abbauen, wird den Organen signalisiert, dass sie nicht mehr so viel arbeiten müssen. Das bedeutet für das Herz, es gibt weniger Muskeln, also muss ich nicht mehr so viel arbeiten. Für die Lungen, es sind weniger Muskeln mit Sauerstoff zu versorgen, also brauche ich nicht so tief zu atmen. Für die Leber, es gibt weniger zu entgiften und zu verarbeiten, also fahre ich meine Aktivität runter. Und damit reduziert sich das Output der Organe. Mit 85 stolpert man dann über den Hund, fällt, bricht sich die Hüfte, kommt ins Krankenhaus, entwickelt eine Lungenentzündung. Da man das Sputum nicht aushusten kann, baut das Herz ab und man stirbt an Herzversagen. Viele Menschen sterben nicht an Altersschwäche, sondern an Muskelschwäche und Muskelschwund. Um dies zu verhindern, sind Bewegung und eine ausreichende Zufuhr an Aminosäuren als Baustoffe für den Körper sehr wichtig. Wie funktioniert der Muskelaufbau? Durch Stimulation von mTOR. Dafür benötigen wir Leucine, komplette Aminosäuren und ausreichend Kalorien. Und diese bekommt man am besten über tierisches Eiweiß. Wer sich ohne tierische Produkte ernährt, braucht aufgrund der mangelnden Bioverfügbarkeit mehr Eiweiß. Ein Auto aus alten Autoteilen zu bauen, als Vergleich, ist leicht. Aber wenn nur Computerteile zur Verfügung stehen, wird es schwierig. Und um die gleiche Menge an Plastik und Metall zu bekommen, braucht man viel mehr Computer, als man Autos gebraucht hätte. mTOR und Krebs. mTOR muss für Muskelwachstum stimuliert werden. Aber zu viel mTOR an den falschen Stellen hat nachteilige Auswirkungen. mTOR ist nicht nur gut oder schlecht, es ist beides. mTOR komplett auszuschalten ist genauso schlecht wie eine Überstimulierung. Aufgrund von Mäuse- und Wurmstudien plädieren manche Ärzte dafür, mTOR so niedrig wie möglich zu halten. Aber die Ergebnisse lassen sich nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Es wird viel über mTOR geredet, aber es wird dabei vergessen, dass Insulin eine viel wichtigere Rolle spielt. Und Insulin hatte ich schon oft und ich werde immer wieder darauf zurückkommen, wie wichtig Insulin ist. Limitiert man Eiweiß, muss man etwas anderes essen. Und das sind im Normalfall eher Kohlenhydrate als Fett. Fasten reduziert die IGF-1-Werte, insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Wer sich ketogen oder mit viel tierischen Produkten ernährt, hat IGF-1-Werte im mittleren Bereich. Die höchsten IGF-1-Werte findet man bei Mischköstlern, das heißt Menschen, die Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate zusammen essen. Eiweißreduktion führt im Laufe der Zeit zum Verlust der Muskelmasse. Eine Störung von mTOR ebenfalls. 88% der Menschen über 55 riskieren Sarkopenie. Das ist die Reduktion der Muskeln, der Muskelschwund im Alter.
Im Alter ist Sarkopenie ein Risikofaktor für schlechte funktionale Ergebnisse, aber die Kondition ist behandelt und umkehrbar, und zwar ohne Medikamente. Es wird so viel über dieses Thema diskutiert, dass man vor lauter Bäumen keinen Wald mehr sieht. Wir sind keine Mäuse und keine Würmer. Niemand will 150 Jahre alt werden, wenn der Preis, den man dafür bezahlt, eine beschissene Lebensqualität ist. Oder man muss nicht hungern, um eine lebensverlängernde Wirkung zu erzielen. Mit der Ketose geht es auch so. Es ist wie reduzierte Kalorien ohne reduzierte Kalorien. Man muss nur das Richtige essen oder das Falsche weglassen. Mit einer Low-Carb-Ernährung stellt man alles auf den Kopf. Es ist ganz einfach, die Makros ein bisschen anzupassen. Viele Wege führen nach Rom. Paleo, Primal, Carnivore, ketogene Ernährung. Sucht euch eine aus. So, das waren Teil 2 und 3 zum Thema Lebensmittellügen. Wie gesagt, es ist gut möglich, dass da noch mehr kommt. Ihr werdet es erfahren. So, dann wünsche ich euch eine schöne restliche Woche, ein gutes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ich zum nächsten Video komme. Ich fahre in ein paar Tagen nach Irland und besuche dort meinen Sohn. Und ich vermute mal, dass ich in dieser Zeit nicht so wirklich zu Videos kommen werde. Ich habe ihn 3 Jahre nicht gesehen. Da hat man etwas anderes zu tun, als Videos hochzuladen. Aber ich weiß, ihr habt dafür Verständnis und ich melde mich dann im Anschluss wieder. Herzlichen Dank fürs Interesse, fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss und bis bald.